Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Assassin's Creed Valhalla. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich, Dankeschön erstmal fürs erneute Einschalten. Ich töte jetzt einfach die Tiere von denen. Voll geil. Kannst du locker farmen. Freunde, ja, cool, dass ihr wieder am Start seid. Wie immer, ja, gerne weiter unterstützen, gerne weiterhin Feedback dalassen. So, ein bisschen Leben muss sein, Freunde. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, wir gehen jetzt los und machen direkt die nächste Storyline. Ja, ist ja gut. Ihr dürft leben, ihr dürft leben. Natürliche Auslese ist das, Mensch. Beruhigt euch mal. So, ja, Freunde, ja, danke. Danke, dass ihr wieder am Start seid. So, schauen wir mal, wo müssen wir denn hin? Do, natürlich in das große Langhaus, natürlich, klar. Klar doch, ins große Langhaus, Mensch. Ja. Ist ja hart, ey, ist ja hart, dass du da einfach die abfarmen kannst, locker flockig. Krass, ey. Das ist eine Rüstung. Müssen wir aber unten in den Underground. Schon wieder Frosch am Hals, Alter. Man kennt es. Er hat in 3 Tagen nichts. Was er meint, dass er saufen kann wie ich. Soll es beweisen. Das riecht so gut. Hier, bitte, junger Mann. Verfluchter Krieg. Sag danke, Bertwig. Komm, Junge. Ah. Oh, du könntest kein Lamm abwehren. Ach ja, Eva. Ey, natürlich, klar. Er. Alles so lange her. Gar nicht schlecht. Ich vergessen, wer das war. Sei wilder, dreckiger. Hau mir in die Eva. Eier. Willst du den Jungen ausbilden oder quälen? Bei sowas sind die Übergänge fließend. Eva, sei gegrüßt. Du hast also meine Nachricht rechtzeitig erhalten. Unsere Verhandlungen mit den Bretonen haben noch nicht begonnen. Ich werde an deiner Seite sein, wenn es losgeht. Sollte ich vorab etwas wissen? Der ehrwürdige König Rodri ist hier. Mit ihm führe ich die Gespräche. Rodri will unbedingt Frieden, seit wir seinen jämmerlichen Bruder gefangen haben. Goriath. Der Name klingt, wie wenn man Rotze hochzieht. Goriath ab Merwin. Rodri wartet bei der Kirche in der Nähe. Wer vertritt Schrobisch hier bei den Gesprächen? Der letzte Aldermann wurde im Kampf getötet. Bischof Diorlaf springt ein. Bis wir diesen grünen Schnösel eingesetzt haben. So wünscht es sein Vater. Die Vorstellung, einen Schier ganz allein zu führen, ist schon etwas beängstigend. Es ist nicht einfach, in Kriegszeiten ein Aldermann zu sein, Chilbert. Er wird sich direkt in die Hose pissen, so viel steht fest. Als zukünftiger Aldermann solltest du bei den Gesprächen auch mitreden. Aber mit Demut. Rodri ist ein König. Und er wartet, als solcher behandelt zu werden. Rodri wird wollen, dass wir niederknien und den Rosenduft aus seinem Arsch schnuppern. Ich kenne den Mann. Ach ja? Wir haben gekämpft. Dieses Andenken ist von ihm. Vielleicht kann ich ihm eins zurückgeben, damit er weiß, warum er mich Königstöter nennt. Vielleicht solltest du dich zurückhalten, Eva. So führt man keine Friedensverhandlungen. Ich hätte euch beide gern dabei. Als Stützen und um mich einzuschätzen. Dann gib uns dein Wort. Dein Schwert bleibt in der Scheide. Dass ich nicht lache, Eivor. Wir wissen beide, wie viel mein Wort wert ist. Aber ja, ich werde dir das Reden überlassen. Wahrscheinlich. Hervorragend. Nun denn, auf zur Kirche, oder? Unsere Gäste warten. Es ist nicht weit, am anderen Ende des Dorfes. Wir sind mit den Bretonen seit bald 2 Jahren im Krieg. Die Bretonen hatten die Oberhand, bis meine Berserker und ich sie aufmischten und Rodris Bruder verfolgten, bis er in einem Grab landete. Deshalb will Rodri jetzt Frieden. Das verdanken wir Iva. Wie ich mich freue, ihn winseln zu sehen, die alte Eiche. Viel lieber würde ich sie natürlich fällen. Das würde meine Legende besiegeln. Deine Legende? Als Königstöter. Nicht alle entkommen, so wie Burgred, Wolfmal. Wahre den Frieden, Eva. Was ist aus deinem Gockel von Bruder geworden? Ach, mein Bruder. Wir trennten uns. Sein Weg ist unklar. Du solltest diesen Taugenichts besser hinter dir lassen. So, Silbert, wohin jetzt? Hm?
Unser Bischof Djorlaf und König Rodri sind bereits in der Kirche vor uns. Diese christlichen Häuser, alle so kalt und hart. Und dennoch ist es darinnen warm. Jesus Christus eint König Rodri, Bischof Djorlaf und mich selbst. Auf seinem Grund wird Frieden geschlossen. Ja. Hauptmann Ynir, erläutere dem guten Bischof unseren Standpunkt. Ja, mein Herrscher. Bischof Djorlaf. Wir hören uns keine Friedensangebote an, solange uns Goriath nicht übergeben wurde. Der Bruder des Königs Der Bruder des Königs ist ein stinkender Haufen Kuhscheiße. Du, dein Gesicht, dein Gestank. Ich kenne dich. Iva, den man den Knochenlosen nennt. Hast du diese Narbe nicht mir zu verdanken? Und ab. Und ich werde dir auch eine Narbe verpassen, du Pisspott. Mitten durch deinen fetttriefenden Schädel. Genug, alle beide. Mein Herr, das ist Ceolbert, der kommende Aldermann dieses Schiers und Sohn von König Ceolwulf von Mercia. Dieser Frischling? Aldermann? Du kannst ja nicht mal allein pinkeln, Bursche. Na, na, beruhigt euch doch. Zeigt etwas guten Willen. Ihr kennt meine Forderung. Solange mein Bruder Goriath nicht frei ist, kann es keinen Frieden geben. Der soll froh sein, dass er noch lebt. Er ist beim Wegrennen in die eigene Klinge gefallen. Bald helfe ich dir, in deine zu fallen. Rodri, bewahre einen kühlen Kopf. Es ist zu unser allerbestem, Frieden zu schließen. Erst mein Bruder. Erst dein Kopf auf einem Spieß. Dann lasse ich den Wicht laufen. Rodri, nein! Es reicht. Dies ist ein Haus Gottes. Geben wir uns kurz Zeit, um uns wieder zu sammeln, ja? Eivor, zu mir. Ich kenne dich nicht gut, aber Ceolbert hält dich für einen besonnenen Kopf. Genau das brauchen wir jetzt. Es könnte zu spät sein. Die Kriegskrähen sammeln sich schon. Ich habe eine große Menge Silber. Rede mit den Leuten hier. Wenn Silber jemanden überzeugen kann, Frieden zu wollen, dann biete es ihm an. Okay, dann reden wir mal mit den Leuten, ne? Oh, 605 Silber, Alter. Du gehörst zu Rodri, oder? Zu seinen Beratern? Das ist richtig. Ich bin Ynir ab Kadvach. So sprichst du mich an. Sag mir, Soldat, hast du Einfluss auf deinen König? Er fragt mich bei jeder Entscheidung um Rat. Wenn ich Krieg vorschlage, stimmt er zu. Spreche ich mich für Frieden aus, folgt er mir. Wir wollen Frieden. Könnte man dich mit Silber überzeugen, in diese Richtung auf deinen König einzuwirken? Ein Sack mit Silber. Für mich. Ja, mag sein, dass mein Rat an Rodri sich durch eine gewisse Menge Metall beeinflussen ließe. Ja. Du bist ein weiser Krieger. Mag sein, dass ich genug Silber auftreibe. Und nun geh scheißen und sag mir, was dabei herausgekommen ist. Alter, was ist mit denen denn los, ey? Reden, reden. Die ganze Zeit nur reden. Was macht er denn da? Dänst er das? Du bist Goriath, nicht wahr? Der Bruder von König Rodri. Ja, eine geschlagene Figur in eurem blutigen Spiel. Wie stehst du zu deinem Bruder? Mein Bruder liebt mich sehr. Und doch ist er langsam und stur. Wäre ich König, hätte ich einiges anders entschieden. Was, wenn du es sein könntest? König? Ich würde die Gelegenheit wahrnehmen. Aber man braucht Reichtum, um einen König zu stürzen. Um die Edelfreien zu überzeugen, du verstehst? Ich will nichts versprechen, doch vielleicht könnte ich das Silber auftreiben, das du brauchst. Unter welcher Bedingung? Stoße Rodri vom Thron. Ziehe alle bretonischen Soldaten aus Shrobish hier ab und überschreite nie wieder diese Grenze. Wenn du es ernst meinst, gehe ich diese Abmachung gerne ein. Ich überlege mir das mit dem Silber. Regeln wir das mit Blut. Wir sprechen hier einfach hier, oder was? Wo jeder gefühlt es hören kann? Eva! Die Türen verrammeln, das verschwitzte Schwein aufschlitzen und gut ist. Könnte ich dich mit Silber besänftigen, während wir nach Frieden suchen? Frieden? Glaubst du wirklich, dass es dazu kommt? Ich hab dir gesagt, ich kenne diesen Arschling. Würde Silber dich beruhigen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich müsste das Silber in meiner Hand spüren, um das zu wissen. Wenn es Silber mehr macht. Ich weiß nicht. Eivor, mein Freund.
Ich habe mich umgehört, wie du... Hast du eine Entscheidung getroffen? Wem hast du das Silber gegeben? Ich habe mich... Bitte verliere keine Zeit. Ja, ich weiß nicht, Alter. Jetzt redest du mit Silber, warum? Herren, wollen wir nicht den Zorn überwinden und zu einer Einigung kommen? Was sind Rodris größte Bedenken? Der Krieg hat die königliche Schatzkammer geleert. Dadurch steht Rodri bei jeder Entscheidung unter großem Druck. Wenn ich euch einen wahren Silbersegen verschaffe, hielte das deinen Mann vom Krieg ab? Eine vollere Schatzkammer könnte meinen Mann tatsächlich friedlicher stimmen. Falls so ein... Der hat voll die süße Stimme, Alter, und dann so eine hässliche Hackfresse. Hey, lass mich doch mal mit dem reden, Alter. Genug von dem Schwachsinn! Was ist denn jetzt los? Gut, dann können wir halt nicht reden. Die Verhandlungen stoppen. Vielleicht sind sie zwecklos. Keine Sorge. Du wirst schon noch alter Mann. König Rodri. Was gibt es, Däne? Ich will uns zu Frieden verhelfen. Ich rede nicht über Frieden, solange mein Bruder Goriath nicht frei ist. Wenn du erst dem Frieden zustimmst, bekommst du ihn zurück. Würde etwas Silber helfen, diese Kröte zu schlucken? Mich kann man nicht mit geplündertem Silber kaufen. Geh fort! Hast du Fortschritte gemacht? Silber auszugeben ist schwierig. Wem geben wir es dann? Sollen wir es ihr geben? Werte Herren? Das Silber von... Lady Angarad, nimm dieses Silber. Tu, was du kannst, um deinen Mann zu besänftigen. Das werde ich. Das Königreich Gwynedd dankt dir. Ich erzähle Bischof Diorlaf, was ich herausgefunden habe. Ich hoffe, das war halbwegs richtig. Eivor, mein Freund. Ich habe mit mehr Leuten geredet. Und hast du dich endlich entschieden? Iva wird immer ungeduldiger. Lady Angarad wird mit dem Silber die königliche Schatzkammer füllen. Das wird Rodri besänftigen. Ah, eine wirklich weise Frau. Rodri! Ich sehe, wie du mich verhöhnst! Ich fordere Iva, dich zum Zweikampf! Iva, der Knochenlose! Der Rückgratlose, der Zahnlose, Mutlose! Du kannst mich nicht töten! Ich sterbe durch einen Drachen, wie die Seher es weissagten! Und dein Bruder? Schützt dein Schicksal ihn auch? Goriath! Beim Allmächtigen, ich... Bringt ihn in Sicherheit! Los, schnell! Tötet den Knochenlosen! Tränkt diese Kirche mit seinem Blut! Alter, was hat der... Was hast du getan? Hätte ich Iva wählen müssen, oder was, damit hier Ruhe ist, oder? Ja, scheiße. Ey, Iva ist so ein durchgeknallter Pisser, das ist ja nicht mehr normal. Ah, so verhandeln Wikinger. Den Schweinen zeigen, wer die wahren Krieger sind. Iva, du hast den Frieden zunichte gemacht. Lass dich nicht vom Frieden täuschen, Bursche. Das ist nur die kurze Stille zwischen zwei Axthieben. Mein Gott, was für ein Massaker. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ah, ein guter Test für dich, Junge. Herr, vergib uns. Bleib bei mir, Cheolbert. Deck mir den Rücken und ich ziehe die Messer aus deinem. Gütiger Gott. Bleib hier, wo es sicher ist, Bischof. Hilf mir mit der beschissenen Tür! Ey, der Typ, ey. So, komm mal her, ihr Jungs. Zack. Für Mercia! Der war ja richtig motiviert, der Typ. Für Mercia! Wieder Schalle?
So, ein nach dem anderen. So. Zack. Ey, sag mal, wie viel kommen denn da noch, Alter? Ich hab doch gerade hier schon 30 weggemacht gefühlt. So, dich auch noch. Auf kleine Treffer zeigen Wirkung. Fluss sind noch mehr. Alter, wie viel tot rumliegt. Red doch Deutsch, Junge, man versteht kein Wort. So, Alter, da geht's ja übelst ab, Junge. Ich glaube, die Fähigkeit ist gar nicht mal so schlecht, wenn man mehr Schaden machen würde mit dem Bogen. Alter Schwede. Sehr gut, Eva. Das hört gar nicht mehr auf, wa? So, Schildbert, du Loser, Alter. Gib jetzt endlich auf, du machst doch gar nichts, Junge. Du machst doch gar nichts, aber verteilst du irgendwelche Ansagen an die Leute. Ey, Junge, hört das mal endlich, wie viele Leute denn noch? So. So. Sehr schön. Einer noch anscheinend. Das ist der letzte. Ich mach ihn weg. Mein Gott, was für ein Gemetzel. Wir müssen Bischof Djolov wissen lassen, dass es vorbei ist. Ey, gefühlt hat keiner überlebt, wa? Und von uns nur die zwei. Die zwei Leute. Iva, du Verrückter, Alter. Okay, doch noch einer. Also ein bisschen versteckt, macht aber trotzdem auf dicke Hose. Okay, gut. Alter Schwede. Ja, das war auf jeden Fall Kriegsmühle. Passend zum Titel, ey. Wo wart ihr, Jungs? Ja, bleib lieber liegen und heul, Alter. Heul! Du hast Rodris Bruder getötet, du Unhold! Unsere letzte Friedenshoffnung ist dahin. Ein Frieden mit Rodri ist so wahrscheinlich, wie dass du als Jungfrau stirbst, Bischof. Er ist zu gerissen, zu verschlagen. Es ist, wie es ist. Wir müssen unsere nächsten Schritte planen, ehe die Bretonen sich wieder sammeln. Sie werden sich sicher in ihre große Feste zurückziehen. Sie ist nahezu uneinnehmbar. Dann hungern wir sie aus. Vernichten ihre Vorräte, bis sie um den Tod betteln. Lieber Gott, mehr Tote, mehr Krieg und zahllose Flüchtlinge. Das ist unsere einzige Möglichkeit, Djolov. Du kennst dich am besten aus. Wo können wir sie treffen? Also, Nahrung und Vorräte horten sie beim Außenposten von Wenlokan, etwas südlich von Quadford. Rodri hat noch eine geheime Versorgungslinie. Fragt die Flüchtlinge beim Fluss, die aus den besetzten Dörfern geflohen sind. Rodris Bretonen werden zuschlagen, ehe wir bereit sind. Wohl wahr. Sie werden Ynia und seine Soldaten entsenden. Diese werden in Westburg ausgebildet, westlich der Turmruine. Du hast es nicht nötig, dass ich deine Hand halte, Eivor. Ich gehe nach Westburg und kundschafte. Ich weiß, wie du kundschaftest. Am Ende werden immer Schwerter gezückt.
Ich bin berechenbar wie Ebbe und Flut. Ich werde mit dir gehen. Und sei es nur für eine ehrliche Einschätzung unserer Lage. Ich stoße in Westbuch zu euch, sobald ich etwas Schaden angerichtet habe. Bis dann. Eine Sache noch. Wir werden eine Fürth brauchen, ehe es zur Schlacht kommt. Versuche, Gefangene zu befreien, um unsere Reihen zu stärken. Alter, die Haare von dem, die sind so schrecklich animiert, oder? Hallo, Bischof. Hast du schon Fortschritt? Ein paar. Keine Sorge. Okay. Mehrere Quests angenommen. Machen wir das als nächstes. Achso, ist ja nicht mal weit entfernt. Okay. Gut, alles klar. Eva, Alter, der Verrückte. Da drüben. Krasse Schlacht, Alter. Juras zum Kohen Tuelle. Freund oder Feind? Freund. Frieden. Man sagte mir, ihr wüsstet, wo die Bretonen ihre Vorräte lagern. Sind wir Freunde, Däne? Wenn es nach mir geht, ja. Nach Jahren des Blutvergießens, Plünderns und Brandschatzens. Vergib uns, wenn wir Dänen nicht trauen. Rodri ist unser gemeinsamer Feind. Mein einziger Wunsch ist, seine Versorgungslinien zu kappen und ihn zu zwingen, um Frieden zu betteln. Sobald Frieden eingekehrt ist, hat euer Elend in diesem Land ein Ende. Was du sagst, ergibt Sinn. Na gut, Däne. Ich sage dir, was ich weiß. Die Bretonen lagern ihren Nachschub im Dustanbruch. Siehst du den Turm im Süden? Die Überreste des Hügeltors. Kurz dahinter findest du den Steinbruch. Ich danke dir. Okay, da habe ich doch bestimmt schon einen Schnellreisepunkt, oder? Oh, was? Da ganz hinten? Dann können wir ja vielleicht doch die anderen Missionen auf dem Weg dorthin machen. Ja. Alles klar. Gut, dann ist es doch komplett unerkundetes Gebiet von uns. So kann man es, glaube ich, eher sagen. Wir nehmen auf dem Weg auf jeden Fall auch diesen Ordenstypen mit. Damit wir seine krasse Story erfahren, Alter. Wenn der nicht so krass wieder ist, so stark, aber das dürfte er jetzt eigentlich nicht sein. Der ist auf jeden Fall in einem Gebiet, wo ich mithalten sollte. Was ist denn hier los, Alter? Warum wirst du so langsam ständig? Sobald so ein kleiner Mini-Hügel kommt, Alter, wird das Pferd komplett langsam, oder was? Okay, macht Sinn als Pferd. Als strammer Hengst, der plötzlich Nummer ist, macht das schon Sinn, ja. Gut. Los, Plätze, los! Da vorne ist unser Ziel. Den holen wir uns jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Alter, was machst du denn da? Okay. Keine Action, Alter. Denkst du, bist auch noch hier so ein Shaolin-Mönch oder sowas, wa? Was war das denn jetzt von dem? Warum? Warum? Alles sind verloren! Vor allem du, Schlappschwanz. Für Reda, Eastre und Setere.
Ich diente den wahren Göttern, den alten Göttern. Von dir getötet zu werden, bringt mir Ehre. Im Tod liegt der Ruhm. Okay, Kleiner. Tja, der hatte jetzt nicht so viel drauf. Oh, warte mal. Vielleicht hole ich mir den Turm auch schnell. Den Aussichtspunkt, oder? Panzerrune, Rüstungsrune. Alter. Mal keine kleine Rune, oder was? Krieg mal abchecken. Warte mal kurz. Haben wir noch irgendwo Platz? Ja, hier haben wir Platz zum Beispiel. Ach, guck mal hier. Aha. Nahkampfwiderstand, Rüstung. Zack. Minus Gewicht. Nahkampfwiderstand. Hier ist aber gar nichts, wa? Naja. Naja, gut, okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Ja. Ich habe überhaupt gar keine Zeit für euch. Überhaupt gar keine Zeit. Ey, sag mal, was ist denn das hier für ein Hinterhalt, Alter? Gibt's doch nicht. Wie viele Leute warten hier auf mich? Wie lange die wohl gewartet haben, wa? Alter. Das hört ja gar nicht mehr auf. Was ist denn hier los? Ist es deren Gebiet oder was? Jetzt reite doch mal schneller, mein Gott, Alter. Plötzlich, ansonsten wirst du ausgetauscht. Verstehst du nicht? So. Ja, ey, Freunde, ich hole mir jetzt den Aussichtspunkt und dann machen wir beim nächsten Mal einfach ganz locker flockig weiter, ja? Also, danke fürs Zusehen und, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.